Hallo und Glück auf. Ja, ihr seht es schon. Hier liegt eine tote Königin. Diese habe ich gestern oder vorgestern gefunden. Vor dem Flugloch bei Veronika. War auch erst sehr erschrocken und konnte mir das gar nicht erklären, was da los ist. Volk war auch ruhig am Flugloch, konnte nichts weiter feststellen. Ja, gestern, als das Wetter mal schön war, habe ich den Deckel angehoben. Und da habe ich gemerkt, ja, Volk ist doch unruhig. Und da habe ich dann eine Mini-Plus aufgesetzt, ja. Warum die Königin gestorben ist, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich bin unschuldig. Ich habe noch keine Durchsicht gemacht. Ich kann sie nicht gequetscht haben. Höchstens beim Futterteig auflegen, dass sie da gerade auf dem Oberträger war oder so. Aber ja, das wäre ja wieder mal ein Zufall gewesen. Ja. Jedenfalls habe ich jetzt ein Mini Plus aufgesetzt. Hier bei Veronika. Der oberen Sorge steht eine Mini Plus. Die Rähmchen waren auch so gut wie leer, bis auf zwei Futterwaben. Unten ist das gesamte Volk, also Veronika an sich, und oben steht die Mini Plus. Ich habe ein bisschen Zeitungspapier dazwischen gepackt. Ob das jetzt richtig ist, weiß ich nicht, aber ja, ich habe sie oft noch nicht vereinigt. Habe ich noch nicht großartig gemacht. Und ich habe mir so gedacht, so, wenn die das sich durch das Zeitungspapier arbeiten müssen von beiden Seiten, können die sich sozusagen besser kennenlernen, ist nicht so viel Stress. Ja, scheint auch zurzeit ganz gut zu funktionieren. Hat ganz schön zerschnipselt das Papier. Volk kommt mir auch ruhiger rüber. Wir können ja mal einen Deckel aufmachen. Mal reinschauen. Ja, das sieht man schon. Zeitung wird zerschnipselt. Volk ist ruhig. Kurz mal runternehmen. Den Deckel. Ja, hier sieht man es, wie sie das zerschnipseln. Wie gesagt, ich weiß auch nicht, ob das jetzt richtig war oder ob das auch ohne gegangen wäre. Ich habe das einfach vorsichtshalber gemacht. Als ich das letzte Mal vereinigt habe, ging das eher ein bisschen schief. Da war dann sehr viel Stress, sozusagen Mord und Totschlag. Aber diesmal sieht es ruhiger aus. Ja. Ich habe ein bisschen eine Matte vors Flugloch gelegt, damit ich sehe, ob recht viele tote Bienen da sind und ob wieder eine Königin draußen liegt. Ja, ich mache jetzt hier zu. Drücke ich mal kurz Stopp. So, der Deckel ist wieder drauf. Die lasse ich jetzt erstmal in Ruhe, beobachte, was ist vor dem Flugloch. Hoffentlich finde ich da nicht wieder eine tote Königin. Hoffentlich funktioniert das. Und ja, später, wenn die Königin dann mal runtergegangen ist und unten stiftet, lege ich ein Absperrgitter dazwischen und lasse die Mini-Plus auslaufen oder so. Mal schauen. Oder ich nehme die Mini-Plus dann runter und lasse die Bienen schlüpfen, also die Brut schlüpfen, und säge die dann ins Gras und lasse die sich einbetteln. Mal schauen. Ja, schade um die Königin. War eine ganz hübsche, war eine von Lutz Eckert, die bei mir am Stand begattet wurde. Ja. Ja, das war's jetzt auch schon zu meinem Video. Ich werde jetzt noch ein bisschen den Bienenflug genießen. Ich wünsche euch schöne Osterfeiertage, genießt die Zeit. Wir sehen uns. Bis bald.